Nach 16 Jahren auf der Flucht ist ein ehemaliges Mitglied der chilenischen Sekte Colonia Dignidad im Italienurlaub festgenommen worden. Gegen den Deutschen lag ein internationaler Strafbefehl vor. Seine Verteidigerin machte vor einem Gericht in Florenz geltend, der Rentner habe davon nichts gewusst, sonst wäre er nicht aus Deutschland ins Ausland gereist. Er lebe schon seit Jahren in Deutschland. Die italienische Justiz prüft, ob der Mann nach Chile ausgeliefert wird, wo er 2005 wegen Freiheitsberaubung verurteilt wurde. Außerdem laufen Ermittlungen wegen des Verschwindens mehrerer Menschen. In der von dem Deutschen Paul Schäfer gegründeten Colonia Dignidad wurden jahrzehntelang Menschen ermordet, gefoltert und missbraucht.